Hallo Leute, Zombies sind inzwischen in der Populärkultur fest verankert. Allerdings gibt es da momentan Trends, die mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Für viele sind Zombies heutzutage diese schnellen, super Monster und alles Mögliche, aber ganz ehrlich, das sind echt nicht mehr Zombies, wie ich sie kenne. Okay. Kürze Hintergrund. Das Wort Zombie oder die Erfindung der Zombies kommt, glaube ich, aus. Irgendwo in Afrika gibt es ein Wort namens Nzumbe, was so eine Art Totengeist sein sollte. Später durch den Sklavenhandel kam das auch in die USA und wurde natürlich auch ein bisschen mit der Voodoo-Kultur vermischt, was eigentlich noch viele Filme von Fulci und ich bezeichnen, also die ganzen Voodoo-Filme. Zombies waren eigentlich eher immer tragische Gestalten. Seelenlose, Tote, die eigentlich oftmals den Willen ihrer Meister gehorchen mussten. Also es waren nicht immer diese großen Killerbestien, die einfach nur alles auffressen wollten. Ganz im Gegenteil, es waren wirklich tragische Figuren. Der erste Zombie im Film, würde ich sogar argumentieren, war in das Kabinett des Dr. Caligari, als eine im Trance-Zustand schlafwandelmäßig für ihn Verbrechen verüben musste oder Aufgaben erfüllen, sagen wir es mal so. Das war erst später, entwickelte sich dann daraus weitere Zombies bis zur großen, ja, bis eigentlich zu dem Meisterwerk, was Zombies angeht, von George Romero mit Night of the Living Dead und Dawn of the Dead. Das war so die Geburtsstunde der modernen Zombies, die eigentlich mehr als eine Bedrohung waren, die wirklich mehr eine Bedrohung waren als tragische Figuren. Aber womit ich mich gar nicht anfreunden kann, sind, wie gesagt, diese ganz, ich nenne sie Infizierten heutzutage. Weil für mich, die 28 Days Later und alles, das sind für mich keine Zombies mehr. Also ich gleich auch aus einem Grund, wenn ihr folgen könnt. Die Angst, die Zombies ausmachten, ist also meiner Meinung nach, war, dass sie in Romeros Filmen am Anfang, noch in Fulcis Filmen, sie waren den Menschen in jeglicher Hinsicht unterlegen. Sie waren langsamer, sie waren dümmer, alles. Und dennoch haben es diese Kreaturen geschafft, die Menschen zu überrumpeln. Was für mich eigentlich eher so eine Art psychologischer Horror ist. Ein Mensch, der in allen Sachen überlegen ist, ist trotzdem zu dämlich, dagegen anzukommen. Dieser ganze Aspekt, der für mich eigentlich grundlegend ist im Verständnis der Zombies, fehlt, wenn man die Zombies jetzt super schnell oder super stark macht, wie in den modernen infizierten Filmen. Die kann mich helfen. Da könnte man diese Zombies, ja, austauschen gegen jede andere Kreatur, gegen Werwölfe oder sonstiges, wenn es nur darum geht, schnelle, böse Gegner zu haben, die Leute zerfetzen können. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schade, was aus Zombies momentan geworden ist. Ich meine, versteht mich bitte nicht falsch, es gibt auch gute, gute Zombie-Sachen, also The Walking Dead Series oder ja, Comic-Reihe und alles. Es sind gute Sachen, die auch sehr, sehr stilistisch gut gemacht sind, storymäßig gut aufgebaut sind, die auch an den Zombie-Mythos halten, aber im Großteil sind Zombies heutzutage Massenware. Gehen wir mal zu den Videospielen. Zombies. Früher, es wurde dafür extra das Genre Survival Horror geprägt, für Sachen wie Resident Evil. Grund war auch, man hatte eben nicht die ganzen Waffen und ganze Munition, also man musste sehr sparsam, klug und taktisch vorgehen, um überhaupt weiterzukommen. Heutzutage, analog zu dem Film, Resident Evil, es hat mit Resident Evil 4 angefangen, aber inzwischen ist es doch einfach nur noch eine Maske, die über irgendeinen Shooter gelegt wurde oder über irgendeine Third-Person-Action-Ding. Es fehlt dieses ganze gewollt, gezwungen, langsam, methodische, teilweise Rätsel lösen, sondern es ist sehr, sehr, sehr viel actionlastiger geworden. Versteht ihr, was ich meine?
Ich fühle mich, es ist im Grunde wie mit, um anderen Franchise auszubrechen, wie mit, wie heißt er jetzt nochmal? Mein Hirn ist momentan gerade echt. Der Splinter Cell Serie. Was früher in Stealth-Action-mäßig ein Herausforderer war für Metal Gear Solid, ist heutzutage nur noch irgendein Story-Konstrukt, das man über die neueste Third-Person-Engine legt. Ja, zurück zum Zombies. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen finde ich es schade, was aus den Zombies geworden ist. Im Grunde kann man sie ersetzen durch Kannibalen. Dann wären sie den Menschen zumindest ebenwürdig, aber würden immer noch zerfetzen. Gut, das haben sie früher auch gemacht in manchen Filmen, Zombies unter Kannibalen und ähnliche, aber lassen wir die teilweise Exploitation-Filme mal raus. Es ist. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Wie gesagt, ich bin dankbar für The Walking Dead und alle anderen, die sich immer noch Mühe geben mit diesen Zombies, aber inzwischen. Zombies sind entweder in Zombie-Komödien, wovon manche gut sind, will ich nicht sagen, aber. Das Bild des Zombies hat sich einfach für mich zu sehr gewandelt. Zu sehr von diesem. Entschuldigung. Zu sehr von diesem erst tragischen Geschöpf, was ich eigentlich super fand, die Idee, aber noch besser fand ich die Romero-Zombies. Diese Idee, sie sind einfach unterlegen, dieser psychologische Horror. Bis hin zu jetzt. Ja, wir brauchen irgendwelche Monster in diesem Film. Was machen wir? Es ist einfach unkreativ inzwischen. Bisschen Blut, bisschen Schminke drüber und sagen, ja, es sind Zombies. Da fehlt einfach viel zu viel, dass man sowas machen könnte. Und ich glaube, jetzt demnächst kommt auch wieder eine Zombie-Liebeskomödie in den Kinos. Ich bin mal gespannt, was sie da draus machen. Aber eine gute Zombie-Liebeskomödie habe ich schon gesehen. Das war irgendein obskurer japanischer Film, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Aber falls mir einfällt, ich werde es unten in den Kommentaren posten. Aber ja, also ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hintergrund geben, warum ich momentan so dermaßen innerlich zerfressen bin, ehrlich gesagt. Und wenn es um das Thema Zombies geht oder Zombies in Filmen. Viele verstehen sich dann, es sind auch super Filme, 28 Days Later. Also, ja, mag sein, stumpfes Popcorn-Kino, aber es sind keine Zombies. Genauso was Zack Snyder gemacht hat mit seinem Remake von Dawn of the Dead. Es mag schön sein, das alles moderner zu machen, aber er hat den ganzen Zombie-Schrecken rausgenommen. Es war ein stupider Actionfilm mit Monstern. Ich will so etwas nicht in Zombie-Filmen haben. Ich möchte wirklich noch Horror haben. Ich möchte gerne von mir aus dürfen ein paar sehr grafische Szenen drin sein, wie Gedärme ausgerissen würden und alles. Das gehört zu Zombie-Filmen dazu. Aber ich möchte auch diesen subtilen Horror, der heutzutage in vielen Filmen fehlt. Diesen unterliegenden, wie gesagt, ich nenne es sozialen Horror. Ah, okay. Das war nur ein kleiner Einblick in meine Gefühle über Zombies. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr mit mir übereinstimmt, wenn ihr sonst irgendwas anzumelden habt, lasst mich bitte gerne wissen. Ich freue mich über eure Rückmeldungen. Bis zum nächsten Mal.